We tip 24 knots, over. Are you kidding me? Deutschlands einzige Hochseeinsel, Helgoland. Millionen Menschen waren schon hier, aber nur wenige kennen die Insel wirklich. Ich bin zwei Inseln, könnte ein Werbeslogan heißen. Denn zu Helgoland gehört auch noch die Düne. Hier leben Seehunde und Kegelrobben. Rolf Blädel kennt jedes Tier persönlich. Er ist der amtlich bestellte Seehundjäger von Helgoland. Wenn sie alle gesund sind, ist es doch was Herrliches. Wenn sie hier so rumliegen. Und das ist ja auch ein gutes Zeichen. Nicht? Wenn hier nicht genug Nahrung wäre, dann wären sie nicht hier. Das heißt, wir haben bei guter Wasserqualität muss reichlich Futterfisch hier sein. Und wenn zum Hungern kommen die nicht nach Helgoland. Die wissen schon, wo sie was zu fressen bekommen. Und mal langsam dran vorbeigehen, unsere faule Bande. Seehunde unterliegen in Deutschland immer noch dem Jagdrecht, haben aber ganzjährig Schonfrist. So ist die Hauptaufgabe des Seehundjägers auch nicht zielen, sondern zählen. Links tickert der Seehundzähler, rechts der für die Kegelrobben. Das ist immer ganz interessant, wenn die Kegelrobben geboren werden und die Bullen anfangen sich zu prügeln, denn um die Weibchen, dann haben wir richtig Unruhe am Strand hier. Das Einzige, was hier Unruhe raufbringt auf den Strand, das sind die kämpfenden Kegelrobbenbullen. Früher war Rolf Blädel der Inselpolizist von Helgoland. Jetzt ist er pensioniert und immer noch auf Streife. Jeden Morgen einmal rum um die Düne. Na gut, dass sie nicht so nah dran sind, sonst muss ich noch eine Brille aufsetzen. 295. Das ist ganz schön. Am Südstrand liegt auch noch was. Gut 600 Tiere, nur hier auf diesem kleinen Ende. Der Seehundjäger schießt nur noch im Notfall, wenn Tiere schwer krank sind oder Seuchen drohen. Manchmal findet Rolf Blädel junge Robben, die apathisch abseits der Gruppe liegen. Bei seinem morgendlichen Kontrollgang entdeckt er so ein Tier. Verdächtig still und ganz alleine. Oh oh. Na, was mit dir los? Hm? Alles klar? Wenn das Kleine jetzt nicht wegrobbt, könnte es krank sein. Vielleicht hat es Parasiten. Alles klar. So dicht kommt der Seehundjäger selten an ein Tier heran. Ist gut, ganz ruhig, ganz ruhig. Alles klar. Blädel hatte schon Schlimmes vermutet. Aber noch robbt er weg, also lass ich ihn auch robben. Wenn nicht, sagt Rolf Blädel, hätte er ihn erlöst. Wenn sie dann ganz separat liegen und nicht mehr wegrobben, dann nehme ich sie aus dem Bestand. Mitten in der deutschen Bucht, 70 Kilometer vom Festland entfernt. Eine Sturmflut teilte Helgoland vor fast 300 Jahren in zwei Inseln, den Felsen und die Düne. Zu Napoleons Zeiten war der Rote Fels Stützpunkt englischer Schmuggler. Erst 1890 hat Kaiser Wilhelm Helgoland von den Engländern bekommen. Im Tausch gegen die Insel Sansibar, weit weg in Afrika. Flugs ließ der Kaiser hier die Königlich-Preußische Biologische Anstalt gründen. Die Bio, wie sie im Volksmund heißt. Heute gehört die Bio zum Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. In einer Halle am Südhafen wird der Helgoländer Hummer gezüchtet. Ein ehrgeiziges Projekt. Meeresbiologin Isabel Schmalenbach ist die leitende Hummer-Hebamme. 1000 Tiere, Saison für Saison.
mit Wasserasseln aufgepäppelt und jedes für sich. Ja, diese Tiere sind kannibalisch, also die würden sich halt gegenseitig verletzen, beziehungsweise sogar töten. Und deswegen werden die alle einzeln gehalten. Also wenn man jetzt diese Tiere, wenn man jetzt keine einzelnen Compartments hätte, hätte man nachher in dem Becken, würde nur noch einer übrig bleiben. Der blau-schwarze Helgoländer Hummer war berühmt in ganz Deutschland. Aber seit den 50er Jahren gibt es ihn kaum noch. Mit ihrem Projekt will Isabel Schmalenbach herausfinden, ob sich der Hummerbestand durch Nachzucht erholen könnte. Dafür hält sie 2 Dutzend Weibchen in den Becken der Anstalt und ein paar Männchen. Zuchtbullen, sozusagen. Ja, der wiegt jetzt schon mal 2,5 Kilo oder so. Das ist Jan. Den haben wir letztes Jahr beim Schnorcheln gesehen und eine Kollegin von mir hat den dann gefangen. Hat ihn dann so gefangen. 5 Meter Wassertiefe im Norden von Helgoland. Ja, der ist für die Befruchtung unserer Weibchen zuständig. Es ist so, dass wenn wir, ich setze ihn mal wieder rein, in einer Woche hat er bestimmt 4, 5 Frauen gehabt. Da habe ich aber gesagt, jetzt Schluss, jetzt nehmen wir mal ein anderes Männchen. Wir haben auch noch andere Hummermännchen. Die heißen Willy Boy, Charlie Bums und Keule. Ja, also es ist so, wenn das Weibchen bereit ist, dreht es sich rum zum Männchen hin. Er steigt rüber und dreht das Weibchen mit seinen Beinchen. Er fasst dann hier am Körper an und dreht es auf den Rücken. Ja, und dann befruchtet er das und dann war es das. Um Romantik geht es nicht beim Hummerprojekt in der Bio, sondern um Rammeln unter wissenschaftlicher Aufsicht. Und deshalb wird viel gewogen, gemessen und geschrieben. Auch beim Hummer gilt safer Sex, nie ohne Gummi. Die Tiere könnten sich sonst beim Liebesspiel verletzen. Mit ihren Scheren. In einem großen Becken sammelt Isabel Schmalenbach Weibchen, die bald wieder ins Meer dürfen. Dort draußen stehen sie unter Schutz. Amtlich geschützt sind auch die Häuser der Insel. Dachneigung, Höhe, Fenstergröße, alles in den 50ern von Architekten festgelegt. Ein Hamburger Künstler entwarf das Farbkonzept. Cremeweiß fürs Oberland. Das Unterland ist in Blau, Gelb und Grün gehalten. Helgoland. Berühmt für Hummerbuden und Börteboote. Das älteste gehört Richard Denker. Ja, so schöne Boote sind das. Man sieht natürlich die, ne? Naja, die schwimmen immer oben, die Dinger. Also die können so viel ab. Die kann wirklich viel ab. Ja, manchmal waren wir bei Wetter draußen, haben wir gedacht, oh, hoffentlich geht das gut, aber die kann wirklich was ab. Hier draußen vor der Insel gibt es immer eine kräftige Dünung. Da muss man seefest sein. Bei der Fischerei hier ging das. Aber auf dem Kümmel nachher, da habe ich auch nichts zu tun gehabt mit Seekrankheit. Naja, aber muss man gegen haben, ne? Und dann übersteht man das nachher. Aber lange, lange. Wenn ich dann mal 3, 4 Tage zu Hause war, fing es von vorne an. Jo. Und da kann man mitfühlen, wenn das einem so schlecht geht, ne? Wenn der andere so. Richard Denker, Spitzname Hatti, ist ein echter Helgoländer. Auf der Insel geboren und nach dem Krieg wieder hierher zurückgekehrt. Jetzt ist er Nebenerwerbsfischer, fährt zu seinen 12 Hummerkörben nur noch raus, wenn er Lust hat. Sein Freund Matti hilft mit. Früher gab es sehr viel Hummer. Es ging ja an 60.000 Stück, haben die verschickt. Ja, vor dem Krieg. Es waren aber ja auch 100 Fischer. Das muss man auch sagen. Und dann ist er im Lachenkrieg ist der Hummer so weit runtergegangen, da waren ja fast gar nichts mehr zu fangen. Aber Hatti und Matti sind nicht nur hinter dem Hummer her. Taschenkrebse sind heute der Hit. Knieper werden die genannt, wegen der großen Scheren mit dem leckeren Fleisch.
In den letzten Jahrzehnten ist der Knieper größer und größer geworden. Der ist ganz gelb und schwer. Also das ist jetzt ein voller, den kann man so. Ein Hummer im Korb. Ja, guck mal an, hier. Ja. Da ist er. Da ist er. Der Hummer. Das kommt nur noch selten vor. Es muss ein altes Tier sein. Das ist ein schöner, ne? Zweieinhalb, also zweieinhalb Kilo hat er. Damals hat man immer gesagt, von 10 Jahren, aber da ist man jetzt von ab, weil das Wasser wärmer geworden ist, die häuten sich öfter. Und also zwischen 30 und 40 Jahre rechne ich aber. Also, ja, das ist ein Fall, ne? Ja, so ungefähr zwischen 60 und 70 Euro bekomme ich dafür. Das ist schon was, ne? Da haben wir mal Glück gehabt. Helgoland, mitten in der Nordsee. Naturfotografen aus ganz Europa lieben die Insel mit den rot-weißen Lummenfelsen an der Südwestkante. Eine Fotografentruppe aus dem Ruhrpott ist extra angereist, um Basstölpel und Dreizehnmöwen abzulichten. Die brüten nur hier. Hans-Helmut Füssen und seine Freunde sind ganz in ihrem Element. Ganz dicht dran an den Lieblingsvögeln. Ja, wenn du so wie jetzt hier die ganze Zeit jetzt stehst und passiert nichts und irgendwann kommt so eine Szene und da fliegt er an und hast ein Format für ein Fotografieren in einer schönen Pose womöglich auch noch, dann bin ich glücklich. Dann war das. Dann kann ich nach Hause gehen und dann kann ich auch heute Nacht wieder gut schlafen. Eigentlich ist Hans-Helmut Sachbearbeiter in einem Jobcenter in Mülheim an der Ruhr. Aber im Urlaub geht es nur noch um Brennweite, Fokus und Fernauslöser. Heute will er eine Möwe im Anflug erwischen. Er fokussiert sowieso nicht mehr in dem Moment, wenn die anfliegt. Da muss sowieso, entweder er steht oder er steht nicht. So, und jetzt kann losgehen. Ja. Das Vöglein ist im Kasten. Dank Digitaltechnik und Dauerauslösung. Drüben auf der Düne ist es noch ganz ruhig. Es ist Anfang Mai und selbst für die Vorsaison ungewöhnlich kalt. Erst im Hochsommer tummeln sich hier Badegäste. Von den 4 Seebäder-Schiffen, die Helgoland mit Tagestouristen versorgen, liegt sogar eines noch in der Werft. Die Zeiten, als Helgoland das Paradies aller Butterfahrer war, die sind längst vorbei. Aber kein Grund für Trübsal. Die Hummerfischer Hatti und Matti sind bestens gelaunt. 40 Kilo Knieper haben sie rausgeholt und einen dicken Hummer. Super. Schöne Dünung. Schön geschaukelt, aber geht. Na, ist gut, ne? Schöner Fang. 3 Körbe voller Knieperscheren muss Hatti gleich fangfrisch ausliefern. Die ganze Ladung geht zum Hotel Helgolandia. Lou, der Küchenchef, ist nämlich der Nächste auf Richard Denkers Warteliste. Lou wird Augen machen. Also heute war wirklich spitze. Das war wirklich gut. Habe ich nicht mit gerechnet. Habe ich nicht mit. Das nächste Mal ist ein anderes Restaurant dran. Immer schön der Reihe nach auf Hattis Knieper-Warteliste. Hey, hey, Lou. Jetzt kriegst du ein paar. Oh, das hört sich heute wieder. Jetzt kriegst du ein paar. Ich komm so runter. Die Knieperscheren werden 20 Minuten gekocht und dann heiß serviert. Eine Helgoländer Köstlichkeit. Mit Knoblauch und Weißwein oder naturell. Gut. Das sind schön, ja. Und schön voll drauf. Gut.
Weil sonst sind sie vom Kutter immer die Wassersauger und wir können ja vernünftiger hier. Die Körbe hole ich morgen wieder ab. Lass alles hier stehen. Ne? Euer Feierabend. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Helgoland. Hier hat ein Häuflein Menschen unendlich viel Wasser um sich herum. So viel Wasser, dass sich alle ab und an auch mal nach Land sehnen. Nach der eigenen Scholle. An der Felskante haben einige Helgoländer sich ihren Acker geschaffen. Und dafür tonnenweise Humus vom Festland mit dem Schiff geholt. Frauke Heil und ihrem Mann James gehört die letzte Parzelle an der Kante. James ist früher auf dem Seenotrettungsboot gefahren. Frauke ist Vollblutgärtnerin und eine Art moderne Kräuterhexe. Das wird jetzt Ringelblumenvaseline. Machen wir jetzt da rein. Selbst geerntet. Das sind die guten Ringelblumen aus meinem Garten. Ich sage mal, ohne Autoabgase groß geworden. Ich hatte so viele Ringelblumen in meinem Garten. Und da habe ich gedacht, irgendwas muss man doch damit machen können. Dann habe ich angefangen zu experimentieren. Angefangen mit Tee und Tinkturen. Und dann bin ich irgendwann auf diese Creme gekommen und konnte da selber nicht mehr von ablassen. Dann habe ich angefangen, sie zu verschenken. Und inzwischen versorge ich die ganze Verwandtschaft und Bekanntschaft damit, weil sie einfach so gut ist. James ist nicht ganz bei der Sache. Sein Motorboot steht noch an Land und draußen tut sich was. Das ist wahrscheinlich das Polizeiboot. Der macht wohl eine Kontrollfahrt. Vielleicht kontrolliert er meinen Freund, ob der einen Angelschein hat. Er hätte das Boot auch schon gern im Wasser, aber hier oben hat Frauke das Ruder in der Hand. James muss mit ran beim Ringelblumensalben kochen. Im Frühling geht der Garten vor. Wenn man einen Garten hat, hat man immer von allem zu viel zur gleichen Zeit. Die Natur gibt uns so viel, was oftmals vergammelt, weil es keiner verarbeitet. Und das finde ich immer sehr schade. Erdbeeren, Radieschen, Rhabarber und Spinat. Alles wird verarbeitet, auch der kleinste Rest verwertet. Im Kompostkasten, außenbords, an der Klippe festgemacht. Naja, kleiner Garten, wenig Platz, da passt er doch noch ganz gut hin. So eine Teil hier vom Zaun kann man rausnehmen, dann kommen wir etwas besser dran. Und ansonsten von da oder irgendwie klappt das schon. James sehnt den Tag herbei, an dem er endlich wieder auf dem Meer sein kann. Ein Nachbar hatte ihn gewarnt vor dem Garten. Wir haben einen Gärtner, der behauptet, ein Goa und ein Boat, die Bethlehem. Zu Deutsch, ein Garten und ein Boot, das beißt sich, das kann überhaupt nicht gehen. Klappt aber bei uns wunderbar. Aber erst einmal müssen noch die Salatpflanzen verzogen werden. Erst dann ist Zeit fürs Boot. Vielleicht. Die MS Helgoland nimmt Kurs auf die Insel. Die Reederei Meyer bringt Fracht aufs Eiland, zweimal pro Woche ab Cuxhaven. Das Küstenmotorschiff kämpft sich gegen Wind und auflaufendes Wasser Richtung Norden. Noch 7 Stunden bis Helgoland, schätzt Kapitän Horst Brey. Aufregend ist der Job auf der Brücke nicht gerade, aber Horst ist schon sein Leben lang auf Schiffen zu Hause. Ich wüsste auch nicht, was ich was anderes machen wollte. Wenn ich über längere Zeit zu Hause bin oder was. Irgendwie passt man da gar nicht so richtig rein. Man braucht immer ein bisschen Wasser, sonst meiste Zeit wird es krank, wenn ich zu Hause bin. Längere Zeit. Das Meer wird rauer hier draußen. Eine Gewitterfront nähert sich. Aber schlecht Wetter kann dem Kapitän nichts mehr anhaben. Horst Brey fährt schon zur See, seit er 14 ist. Er hat Seebeine. Halbzehn Jahren geboren, würde ich so sagen. Aber wie gesagt, in Anfang doch. Ich hatte ja schon Maschine, diesen scheiß Ölgeruch damals früher so in der Ding geschaukelt hat und kam da Wasser frisch und plötzlich zu Wege. Und Schokolade, das fand ich auch gut.
Wenn du die geschaukelt hattest, musst du dann ein Stück Schokolade essen. Dann kam irgendwann der Doc Bosband für die Tour, der ganze Kram. Aber jetzt so die letzten Jahre oder Jahrzehnte, kann man ja schon sagen, ist dann eigentlich ganz angenehm, das übertrieben, aber... Gegen fast 6 Knoten Flutstrom muss der Frachter andampfen. Die MS Helgoland wird sich verspäten heute. Dabei warten sie auf der Insel dringend auf den bestellten Nachschub. Getränke, Ersatzteile und Gewürze. In der James-Krüss-Schule brennt noch Licht an diesem Nachmittag. Hochbetrieb in der Lehrküche. Rolf Blädel, der Seehundjäger, hat die Helgoländer Landfrauen zu einem Arbeitseinsatz zusammengetrommelt. Eine Kleinigkeit für den ehemaligen Inselpolizisten. Er ist immer noch Respektsperson. Sie backen Kringel. Eine Tradition zu jeder Taufe eines neuen Schiffes. Schneiden, drehen, legen. Das letzte Mal war das Kringelkommando vor 12 Jahren im Einsatz. So lange liegt die letzte Schiffstaufe schon zurück. Mit dabei ist auch die bewährte Seehundjägerausrüstung. ausrüstung 1200 Kringel müssen es werden. Fehlen nur noch 1000. Das Rezept kommt vom Inselbäcker. Das Problem sind die Gewürze. 1 Kilo Mehl. Die liegen noch auf der MS Helgoland. 4 Eier. 2 Esslöffel Zucker. 1 Teelöffel Sahne. Hier Salz. Ja, und da muss ich ein bisschen mit geizen, das Anissaat, weil ich auf der Insel nicht mehr bekomme. Normal muss ich 5 Löffel haben, aber... Die verteidigen ein bisschen besser, dann brauche ich bloß 3. Ein altes Bäderschiff wird auf der Insel erwartet. Die Fair Lady. Sie lag in Bremerhaven im Dock zur Reparatur. Ihre Wiederindienststellung soll gebührend gefeiert werden. Mit Kringel. Der das hier für die Reederei organisieren sollte, der wusste nicht weiter, rief an und sagte, wir brauchen Kringel für die Fair Lady. Kommst du nachher noch runter? Ich sag, ja. Er sagt, da kannst du dich darum kümmern, ich fliege morgen in Urlaub für 3 Wochen. Ja, und da habe ich dann eine Backe. Helgoland. Oder zur Hölle Geeland. Helgoland, wie britische Bomberpiloten die Insel nannten. Nach dem Zweiten Weltkrieg war sie Schießplatz für die Royal Air Force. Im April 1947 sollte die Insel dann mit fast 7000 Tonnen Sprengstoff total ausradiert werden. Aber Helgoland hat überlebt und wurde wieder aufgebaut. Still ist die Nacht hier draußen. Nur auf dem Oberland ist noch Remi-Demi. Karaoke-Abend im Nachtclub Krebs. Die einzige Disco der Insel und die älteste Diskothek Deutschlands. Eigentümer ist Helgo Krebs. Seit 1960 legt er hier schon auf. Helgo ist jetzt über 70. Aber der Disco-Oldie von Helgoland ist technisch voll auf der Höhe der Zeit. Ja, hier haben wir alles drauf. Früher hat man noch mit den Platten gemixt. Jetzt ist alles Computer. Computer macht alles heute. Ne? Das ist mein Lieblingsplatz. Aber die Musik richtet sich nach den Gästen, nicht nach mir. Meine Musik ist Soul, Reggae, Jazz. Aber dieses ist halt ein bisschen, ne? Für die jüngeren Leute. Zum Beispiel für seine Frau, Jeanette, die ist Mitte 40. Helgo hat sie auf seiner Insel kennengelernt.
Die Filipina kam als Parfumvertreterin hierher, damals in den goldenen Zeiten. Als Helgo jeden Morgen die Einnahmen der Nacht in Plastiktüten zur Bank brachte. Die goldenen Zeiten gab es in den 60er Jahren bis, kann man sagen, Ende 70er Jahre. Da waren hier 10.000 Gäste auf der Insel täglich. Und da war natürlich immer auch abends viel los und die Insel war ausgebucht. Jede Badewanne wurde vermietet und ja, es war für mich eine schöne Zeit. Diese Zeiten sind vorbei. Der Trip zur Insel ist keine Butterfahrt mehr. Auf dem einstigen Fuselfelsen kann man höchstens noch Umsatzsteuer sparen. Frühmorgens ist es gespenstisch ruhig auf der Promenade. Gut für James und Frauke Heil. Die brauchen Platz für ihre Motorjacht, die endlich ins Wasser kommt. Im Garten steht ein Räucherofen, dafür brauchen wir ja Fisch. Ja, ist doch gar kein Wasser. Dafür wiederum brauchen wir ein Boot. Garten und Boot, findet Frauke, das beißt sich überhaupt nicht. Im Gegenteil. Eine Stunde Arbeit noch, dann schwimmt das Boot endlich und James kann den Motor starten. Jahrzehntelang war er Maschinist auf dem Rettungskreuzer, kennt sich bestens aus mit der Schiffstechnik und seefest ist er auch. 4 Jahre Seenotkreuzer, die haben mich zum Seemann gemacht. Ja, habe ich ein Dreivierteljahr gebraucht, um seefest zu werden. Wenn wir unterwegs waren, habe ich immer gesprochen, musste ich immer in die Maschine unten, in dem herrlichen Duft. Und heute ist Diesel wie Parfum. Und dann musste man erstmal ordentlich brechen. Das war ja, wir sind ja rausgefahren, wenn die anderen reinfuhren. Ne? Da hat man dann auch die Achtung vor dem Wasser bekommen. Und dann läuft das. Also, wir werden sehen, was er macht. Endlich hat James mal das Ruder in der Hand. Aber nicht sehr lange. Kommt der zweite Kapitän. Darf ich wieder Kapitän sein? Frauke übernimmt zur Probefahrt. Das sieht doch alles gut aus. Öldruck, Kühlwasser, Bordstrom, alle Zeiger im grünen Bereich. Keine rote Warnleuchte blinkt. Herrlich. Grün ist das Land, rot ist die Kant, weiß ist der Sand. Das sind die Farben von Helgoland. Schwarz-grau allerdings ist die Ade, ein riesiges Feuersteinfeld auf der Düne. Hier liegt ein Helgoländer Schatz, den Hans Stümer und seine Frau Inga suchen. Der rote Feuerstein. Am besten ist einmal, man steckt sein Claim ab. Quadratmeter und liest Zeile für Zeile und dann findet man auch sowas. Der liegt hier zwischen diesem ganzen Geröll. Das sind ja überwiegend alles Feuersteine hier, die aus der Kreide kommen, aus der Oberkreide. Und 2 Lagen, 3 Lagen haben wir in der Oberkreide, die sind auf Helgoland rot gefärbt. Der Feuerstein-Experte weiß, wonach er Ausschau halten muss. Er macht das schon seit 50 Jahren. Inga, hast du den hingelegt oder was? Inga sucht noch nicht so lange, aber sie hat einen guten Blick. Na schön. Da habe ich es erkannt, weil es hier rot rausguckt. Ich glaube, wenn wir den jetzt öffnen würden, würde er knallrot innen sein. Ja, also im Grunde genommen, jetzt haben sie sich verraten, weil das von Meer so ein bisschen abgeschlagen ist. Und da sind die da so rot, deswegen. Daran siehst du, dass das ein roter Feuerstein ist. Manchmal holen die beiden hier 30 Kilo rote Feuersteine raus. Eine Rarität, die es nur auf Helgoland gibt. Inga verkauft sie als Insel-Souvenir. Aber vorher muss Hans die Dinger an der Schleifmaschine veredeln. Über den freue ich mich, weil das ist ein, ja, das ist ein Ei eigentlich, aber ein, das ist ein Feuerstein und zwar rot.
Sieht aus wie ein Dinosaurier-Ei, oder? Ein kleines Dinosaurier-Ei. Irgendwie. Ja. Hänschen, kannst du mir den sägen? Machst du das? Wenn du ganz nett fragst und bittest, ja, dann mache ich das nun. Ja. Doch, und wenn der super ist, dann kriege ich da einen Ring oder einen Anhänger von. Nicht du, ich. Ich habe sowieso keinen Ring und keinen Anhänger davon. Du weißt, ich liebe Schmuck ganz und gar nicht so gern. Nee, aber der ist doch schön. Der sieht, ja, und das Rosa finde ich so toll. Ja. Guck mal. Obwohl ich noch nicht mal sicher bin, dass er innen auch rot ist. Aber das wird sich herausstellen. Das wird sich ja herausstellen. Ich bin davon überzeugt. Mit einem halben Tag Verspätung ist sie endlich da, die MS Helgoland. Zweimal pro Woche macht sie diese Tour. Bringt Ware, holt Leergut. Empfangskomitee im Hafen. Kein großer Bahnhof diesmal. Aber viel ist es auch nicht, was der kleine Frachter bringt. Getränkenachschub für Helgos Disco und Parfum für Jeanettes Duftboutique unten am Fähranleger. Ja, Frachttag, bisschen spät wegen der schlechten Wetterlage, ist er heute erst mittags gekommen und jetzt müssen wir natürlich ranrauschen, ne? Bisschen abladen. Ja, war schon nicht so viel heute. Danke. Das ist alles Parfum. Und hier haben wir unseren Schnaps, aber das ist erst bis Freitag. Freitag kommt die nächste Ware. Ne? Die Umsätze sind längst nicht mehr so wie früher, sagt Helgo. Aber zum Leben reicht's. Mit dem Elektrokarren muss er jetzt Cola, Rum und Wodka in seine Disco bringen. Richtige Autos sind verboten auf Helgoland. Selbst Fahrradfahren ist nicht erlaubt. Allenfalls mit Sondergenehmigung. Schritttempo heißt hier die Höchstgeschwindigkeit. Bergauf zum Oberland geht es sowieso nicht schneller. Die Straße ist zu steil, obwohl extra ein Tunnel gegraben wurde. Die halbe Insel ist das Werk von Ingenieuren und Bauarbeitern. Mit Stahl und Beton schützen sie Helgolands Häfen und die Lange Anna vor der Gewalt der Nordsee. In zwei Weltkriegen war die Insel eine waffenstarrende Trutzburg für das deutsche Militär. Überall Tunnel und Bunker. Rolf Blädel, der Seehundjäger, und Inga Stümer, die Feuersteinfrau, haben eine Verabredung. Im Bauch von Helgoland. Der rote Felsen ist durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Über 13 Kilometer lang war das Tunnelsystem der Insel. Schmuggler und Piraten hielten sich hier versteckt, Geheimagenten und Soldaten. Von den alten Stollen sind heute nur noch 600 Meter begehbar. Mitte der 80er Jahre hat sich Rolf Blädel mit dem Helgoländer Schützenverein hier eingerichtet und einen Schießstand gebaut. Inga Stümer, ehemalige Schützenkönigin der Insel mit dem Luftgewehr, will es heute mal mit dem Kleinkaliber probieren, auf die 50-Meter-Scheibe. Ich glaube, ich habe mir die Brust getroffen und glaube, ich kann. Also vorne links, wenn überhaupt. Aber die Zehen nicht. Knapp daneben ist auch vorbei. Ja, sag ich doch. Wir sind im alten Bunkerstollen, der war hinten durch die Sprengung verschüttet. Und ich weiß nicht, haben wir 84 oder 86 haben wir den hier eingebaut mit zwei Mann. Und dann ab und zu, wir müssen ja auch mal irgendwo üben.
Und jedes Mal zum Festland fahren ist zu teuer. Können wir uns nicht erlauben. Ne? Rolf Blädel ist aus professionellen Gründen hier unten. Der Seehundjäger braucht eine ruhige Hand und ein geübtes Auge. Für den Fall der Fälle. Oben ist rein gar nichts zu hören von den Schüssen im Helgoländer Tunnellabyrinth. Und auch unten in der Bio ist alles still. Isabel Schmalenbach und ihr Assistent sind unterwegs. 19 Eimer mit 19 Hummerweibchen. Die Tiere kommen zurück ins Meer. Isabel freut sich schon auf die kleine Kutterfahrt. Sie stammt zwar nicht von der Insel, hatte aber schon immer Salzwasser im Blut. Bei Düsseldorf-Köln, da die Ecke. Da komme ich her. Aber kann ich auch nichts für, dass ich da geboren bin. Der Job in der biologischen Anstalt war für Isabel Schmalenbach ein Glücksgriff. Das Hummerprojekt ist ihr schnell ans Herz gewachsen. Und auch sie hat hier draußen Seebeine bekommen. Kutterfahren? Überhaupt kein Problem. Mir geht's gut. Ja, ich fühle mich hier gut. Also, ich lebe hier gerne auf der Insel. Das Schöne ist, dass man halt mitten im Wasser ist, mitten im Meer ist. Das ist das Schöne daran. Es ist wie ein großes Schiff, was vor Anker liegt. Sie fahren raus an die Südküste der Düne, in ein Fischereisperrgebiet. Dort sind die Hummerweibchen erstmal sicher. Isabel genießt die kleine Seepartie. Ihr Kollege hat den Blick fest aufs Echolot geheftet. Dann muss alles ganz schnell gehen. Die Sonne brennt und Isabel will den Tieren jetzt so wenig Stress wie möglich zumuten. Denn unter der Wasseroberfläche gilt nur noch eines: das Gesetz der Wildnis. Wir treiben ja hier in der Strömung und deswegen, also wir setzen die dadurch auch nicht alle an einem Punkt auf. Weil wir driften so ein bisschen rum und deswegen werden die so schön verteilt. Weil sonst müssen sie ja erstmal wieder gucken, dass sie halt ein bisschen Abstand von den anderen Artgenossen finden. Raufen können die sich ja aus dem Weg. Jetzt sind alle Hummerweibchen wieder da, wo sie hingehören. In den 39 Hummerbuden wird schon lange nur noch mit Imbiss, Eis und Souvenirs gehandelt. In Nummer 31 verkauft Inga Stümer ihre roten Feuersteinscheiben. Ihr Mann Hans steht gerade in der Werkstatt nebenan. Er will es jetzt wissen. Rot oder schwarz? Platt ist irgendwie meinen da drückt, meinen trügt. Nicht? Und meinen heißt nicht wissen. Ich behaupte mal, er ist schwarz. Die Schneidemaschine hat er in Süddeutschland gekauft, mit Diamantscheibe. Alles nur, um immer wieder herauszufinden, was in den Helgoländer Feuersteinen steckt. Ich habe recht. Er ist rot. Das ist schon so, Frauen haben immer recht, ne? Also ich war hier wirklich nicht sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte ihn natürlich nicht weggeworfen und so weiter, aber ich war wirklich nicht sicher. Das habe ich selbst auch nicht erkannt. Hans ist etwas kleinlaut geworden. Hey. Da mein Hans. Aber Inga will gar keine große Sache draus machen, dass sie hier mal den richtigen Riecher hatte. Wieder erwarten, ist er rot. Ich hätte fast schwören können. Ich hab's gesagt, dass er rot ist. Schwarz. Lass mal sehen. Ja, guck dir das doch mal an, ha? Sehr schön. Freut mich, dass ich mal recht hatte. Ha? Hier. Ist doch toll, ne? Guck mal, siehst du das? Freut mich, dass ich recht hatte. Hier. Gegenüber in der Bio ist Hummer-Babypause. Alle Zuchtweibchen sind wieder in der Nordsee. Aber schon kommt Richard Denker mit einem Neuzugang. Er hat ein tragendes Weibchen gefangen. Das gibt er ab. Bei Isabel. Moin Moin, Lisa. Ich hab wieder eins. Ein schönes, tragendes Weibchen. Ja, tragendes Weibchen. Bitte schön. Guck mal. Oh, sehr schön. Schön voll, ne? Und wo hast du sie gefangen? An der Westseite? Ja, an der Westseite. Ah, ja. Schön. Das dauert noch eine Weile, bis die Larven schlüpfen. Ja, dauert. Ja, ja. Dann hast du wieder. Ich denke mal so im August oder so, ne?
Hummerfischer und Hummerforscher halten zusammen auf Helgoland. Sonst haben wir immer noch mal einen Obolus dafür bekommen. Aber jetzt machen wir das so. Sonst müssen wir die eiertragenden Weibchen über Bord schmeißen. Und ob wir sie jetzt über Bord schmeißen, dann bringen wir sie lieber hierher. Dann wissen sie, dass sie in guten Händen sind. Und wird aufgezogen. Wir haben da auch was vor. Es könnte so schön weitergehen mit der Hummerzucht in der Bio. Aber das Projekt wird nicht verlängert. Aus Kostengründen. Großer Bahnhof im kleinen Hafen. Die Fair Lady wird aus der Werft zurückerwartet. Rolf Blädel hat rechtzeitig seine 1200 Kringel geliefert. Die Trachtengruppe steht bereit und snackt Halunder, eine Art Seeräuberjargon aus friesischem Platt, Englisch und Dänisch. Die Sprache der Helgoländer Ureinwohner. Dann ist sie endlich da. Die Fair Lady. Frisch gestrichen und ganz schön in Fahrt. Jetzt müssen die Kringel verteilt werden, 12 an einer Schnur. Das Trockengebäck soll Glück bringen für das Seebäderschiff. Vor fast 5 Jahren hat es zuletzt auf der Insel angelegt. Die Kringel sind ein Symbol für allzeit sorgenfreie Fahrt. In normaler Weise sollte sie sich um den Hals hängen. Auch ein? Ja, klar. Ja. Normalerweise kriegen das die Kinder, aber die Kinder sind ordnungsgemäß in der Schule, ne? Bist du auch ein Kind? Max Kringel? Also kommen musst du schon. So, hier. Entsprechend dem Gemüte, ne? Charles. Hi. Oh ja. Ja, auch ein Kind. Du bist wirklich, wenn einer ein großes Kind ist, dann du. Dankeschön. 170 Tagesgäste strömen an Land. Und Rolf Blädel schmettert mit seinen Karkfinken ein Hoch auf die Insel. Nach 3 Stunden werden die Touristen wieder aufs Festland gebracht. Inzwischen ist das Wetter umgeschlagen. Und wenn es stürmt und tost, rund um Deutschlands einzige Hochseeinsel, dann kann selbst eine kleine Seereise zu einem richtig großen Abenteuer werden. Wohl dem, der Seebeine hat. Und gleich noch mehr Mare TV. Ostfriesland. Das aktuelle Heft von Mare ist jetzt im Zeitschriftenhandel. Und Mare TV auch in der NDR Mediathek.